Oh, wir haben es geschafft. Nach 5 Minuten sind wir drinne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit Call of Duty World War 2. Und zwar das Juni-Spiel im PlayStation Store. Genau, im PlayStation Store. Das Store, genau. Das Gratis-Spiel aus dem Monat Juni. Ich habe es mir damals zur Release geholt. Ich finde auch, dass World War 2 ein COD ist, welches mir richtig viel Spaß macht. Und mit dabei ist auch heute der Sven, wie man unten schwer erkennen kann. Hallöchen! Ich denke mal, wir werden heute ein paar zielbasierende Modi spielen und wir schnacken nicht weiter rum und gehen direkt rein. Ja, Fehlermeldung, ne? Ich würde sagen, ich wechsle das Game. Oder wir wechseln das Game. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten COD. So, wir haben das COD gewechselt, da World War 2 bei mir leider keine Lust hat. Auch hier geht das Ziel, wir spielen zielbasierte Modi und ich denke mal, wir fangen an mit Suchen und Zerstören. Jetzt überlege ich halt mir noch, welche Waffe ich spiele. Ich habe übrigens die Damaskus-Tarnung, das heißt, so ein Road to Damaskus würde sich nicht lohnen. Und ich werde nicht jede Waffe auf Obsidian spielen. Das habe ich jetzt bisher bei einer Waffe gemacht, das ist die MP7. Und ich spiele nicht Piccadilly. So, erste Map aus MWE3 Hardhat. Im Hintergrund sieht man London. Das heißt, es spielt wahrscheinlich auch in London und ich weiß echt nicht, was für eine Waffe ich nehme. Ich denke mal, ich nehme die Grau. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Waffe. So, und wir verteidigen als erstes. Ich denke, man kennt alle Suchen und Zerstören. Ich glaube nicht, dass ich es erläutern brauche. Schild irgendwo. Feindliche Bombe platziert. Geht zu Bravo. Was? Bei B platziert? Ja, ich gehe hier auf. Einer lebt noch von denen. Ja, das war so klar, dass er auf B campt, aber ich wusste halt nicht, wo. Ich habe die Claymore nicht gesehen. Entschuldigt euch, keine Fehler. Diese Runde gehört uns. Wusste ich aber auch nicht. Wenn wir noch nie so zerstört gespielt haben, ist das da. Geiler Last Kill. Hä? Okay. Die gehen auf B, glaube ich. Nein! Oh, ich hatte die Klima. Ah, nicht feindliche Bombe platziert. Geht zu Bravo. Einer ist auf B. Da entschärfen wir mal konstant. Ich hab den Last geholt. Gute Arbeit. Sie sind also bereit, für Ihre Mission zu sterben? Ich platziere die Bombe. Bombe platziert. Countdown wird gestartet. Mit was denn? Mit einer Sniper, mit der K. Natürlich holt er mich. Mann, ich habe ihn so low geschossen. Claymore gelegt irgendwo. Da. Ganz hinten bei... Platzieren die Bombe. Sichert das Gebiet. Bombe eingerichtet. Position halten bis zur Detonation. Hab ihn. Das war wirklich gut. Meldet euch zur Nachbesprechung. Ja, mag sein. Suchen und zerstören. Beschützt die Objekte und haltet euch den Rücken frei. Ach Mann, wieso rennen die denn alle mit Shotgun rum? Bombe bei Alpha platziert. Entschärft sie.
Im Haus ist einer drin. Es ist schlimm, also wirklich, die Shotguns sind so schlimm. Ich habe kein Aim, also wirklich, hier Normalkurs ist der letzte Scheiß geworden. Verteidigung ist elementar. Nein, noch jemand! Ah, der letzte ist in der Mitte. Hat der ein Pech, ne? Nehmt er die ganze Zeit ab. Oh, ich spring vorne runter mit Totenstille. Das war's. Wir haben das Ziel verloren. Ich erwarte mehr. Mit Totenstille! Mit Totenstille! So wird Modern Warfare gespielt in 2020. Oh mein Gott. Ich bin so enttäuscht von diesem Modus. Zwei Rundfeuergefecht machen wir, ne? Dann ist die Aufnahme aus dem Mod. Oh nein! Ganz rechts, ganz rechts! Erledige das. Ach, der macht ja einfach diesen. Boah! Wir haben den Vorteil und müssen ihn behalten. Wie bitte? Du hast einfach den gemacht und bist rumgerannt. Das hab ich ja gar nicht mitgeschnitten. Was die Rinetti als Zweitwaffe. Ach, die Rinetti ist das? Was ein Pisser. Wo lag da bitte die S-Mine? Hat er die gehackt oder was? Spawn geschmissen. Oh, er rutscht mir in die Hute raus. Kenne ich irgendwoher. Ich dropshotte nicht. Nein, nicht beide von mir. Aber das mache ich auch nur, wenn ich. Ja, leg dich hin, Kollege. Hinten. Er legt sich wieder hin, er hat sich wieder ganz hinten hingelegt. Ziel ist im Spiel, holt es euch. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das gewinne, ne? Man war mit dem Vollgefecht immer so schlecht. Was? Sie machen es und bringen wir es hinter uns. Ich hab schon wieder aus Versehen das Ding gewechselt, ne? Das war's, Leute. Auf zur nächsten Runde. Kuckuck. Ich hab den einen geholt, ich hab geschossen und in gleichem Atemzug wieder mal das Visier gewechselt, ne? Einer ganz rechts außen. Ich hab den anderen. Wir haben vorgelegt. Hab mich fast alle fackelt, ey. In der Mitte. Hat Hits. Ah ja, ganz links außen. Komm zu uns. Ist fast bei uns zu spawnen. Bring es zu Ende. Ich habe ihn gesehen. Nein, da ist er am Sound. Ja, Dingsen.
Boah! Der war in mir drinne, als ich ihn gekillt habe. Mit der Origin habe ich 3 Hitbagger gegeben, bevor er gestorben ist. Jawoll! Haben wir schön aufgeteilt. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diesmal ist es wirklich das Ende. Ich hatte eigentlich schon Breakfast aufgenommen. Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist ein bisschen scheiße gewesen in der Hinsicht. Aber ich hoffe, euch hat wenigstens das hier gefallen. Suchen und Zerstören werde ich nie wieder anfassen. Und Feuergefecht macht eigentlich sonst immer recht viel Spaß. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne Feedback und eine Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und in diesem Sinne, macht's gut.